Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute zu einer kleinen Gameplay-Analyse des neuen Halo 5 Gameplays, Swords of St. Helios. Und ja, es ist mal wieder eine Spartan-Lock-Mission, die 343 released hat. Und ich werde jetzt einfach mal so durchgehen. Und es fängt direkt sehr episch an, finde ich, mit dieser Cutscene. Und endlich sind wir auf St. Helios und dem Heimatplaneten der Eliten. Und das ist verdammt krass. Und die Musik ist auch so mysterious. Und dann wird Spartan-Lock so cool da rausgedroppt und so, auch wenn ich ihn nicht mag. Das ist trotzdem fesch, muss ich sagen. Die Phantom sehen ja auch ein bisschen anders aus inzwischen, aber gut, das haben wir auch schon in der Opening Cinematic gesehen, die Ishma analysiert hat. Link dazu auch nochmal in der Beschreibung. Und dann droppt er so cool ins Wasser. Und ich weiß gar nicht, wer hier jetzt gequatscht hat, aber es wurde auf jeden Fall gesagt, dass der Arbiter eine neue Allianz geformt hat auf St. Helios, the Swords of St. Helios, und die battlen sich jetzt wohl mit der Allianz, beziehungsweise den Allianz-Separatisten, die wir aus Halo 4 bereits kennen. Und da gibt es wohl ordentlich Beef, aka Bürgerkrieg, und das ist ziemlich krass, muss ich sagen. So, was mir hier sonst noch aufgefallen ist, die Grunts reden halt wieder Englisch, und zwar nicht krass Englisch, aber das war ja auch schon bekannt. Und dann befehlt der Spieler, beziehungsweise Locke, nochmal so ein bisschen mit seinem tollen Feature rum, sagt, die Spartans sollen dahin gehen, und die chatten auch immer so ein bisschen, keine Ahnung. Buck sagt irgendeinen fashion Spruch, und jetzt kommt noch Spartan Charge durch die Wand, das kommt gleich auch nochmal. Spartan Charge gegen die Eliten, und krass, und Spartan Abilities zeigt einfach alles nochmal so ganz schön. Und halt St. Helios. Und genau, hier nochmal die Elite angepeilt. Ich find's einmal ganz cool, jetzt grabt er sich ja auch nochmal den Plasma Caster, also diesen Pseudo-Granat, Plasma-Granatenwerfer, und Ground Pound kommt auch nochmal schön zum Vorschein. Und ansonsten muss ich sagen, es kommt nicht so viel Neues an Gameplay-Mechanics oder Waffen oder so vor. Man hat das Beam Rifle am Anfang nochmal gesehen. Was ich aber halt cool fand, war St. Helios wirklich nochmal länger zu sehen und nicht nur in irgendeinem Zusammencut von coolen Scenes, sondern halt mal wirklich ein bisschen mehr Gameplay auch darauf. Fand ich ganz cool. Vor allem, weil mir auch gefallen ist, erstmal Grunts fliegen krass rum. Also ihre Methantanks, die sie da haben, haben sie in Halo 5 echt übertrieben. Sie fliegen durch die Luft wie sonst was, müssen wir darauf achten. Ich finde, das bildet einen schönen Kontrast, also diese St. Helios Ruinen im Vergleich zu den Forerunner Ruinen oder Einrichtungen, die wir bestimmt in Halo 5 auch noch ebenfalls mal sehen werden, wenn es um Guardians geht. Ich gehe fest davon aus, dass da irgendwas vorkommt. Bildet einen schönen Kontrast. Finde ich ganz schön. Das ist jetzt so dieses wüstenmäßige und steinmäßige, und finde ich ganz cool. Genau, jetzt ballert er sich hier nochmal mit seinem Weg so durch mit dem Plasma Caster, und dann grabt er sich noch den Karabiner. Und der Karabiner, finde ich, hat einen verdammt fashion Sound in Halo 5. Und ich hoffe, dass er nicht wieder so nutzlos ist wie in Halo 4. Keine Ahnung, jetzt klettert hier nochmal so cool rum. Die Spartans immer noch am Chatten. Was auch einfach so Cortana einfach ersetzt, ist mir wirklich mal so aufgefallen. Weil Cortana sonst immer mit dem Chief oder so gelabert hat. Und jetzt sind es halt einfach die Spartans, die untereinander so ihr labern. Da schon wieder diese Grunts, die so krass rumfliegen mit den Dinger da. Das ist echt krass. So, Schakale haben irgendwie auch ein paar fesche neue Sounds bekommen. Ist mir aufgefallen, das sind jetzt alles so Kleinigkeiten, die mir jetzt noch irgendwie auffallen. Und Schild schießen? Na egal. Genau, die haben auch ein paar fesche neue Sounds. Irgendwie so Schreie und hören sich mehr so, keine Ahnung. Ganz komisch hören die sich jetzt an. Aber nicht unbedingt schlecht, aber irgendwie halt ungewohnt. Genau. Ansonsten finde ich es halt eigentlich ganz cool. Und genau, jetzt seht ihr nochmal so diese Ruinen, die ich vorhin meinte. If we lose the Arbiter, reaching the Guardian at Sunion gets complicated. Genau, jetzt hat Locke nämlich was gesagt. Den Guardian zu Sunion wollen sie erreichen. They were already ancient history before humanity built the pyramids. Genau, die wollen den Guardian zu Sunion erreichen, und deswegen müssen sie sich halt mit dem Arbiter, der auf St. Helios ziemlich viel zu sagen hat, anscheinend verbünden und wollen halt nicht, dass die Covenant die Allianz den jetzt fertig macht. Genau. Und was halt mir aufgefallen ist, dass vor allem auch die Spartans immer wieder so Nice-to-Know-Facts raushauen. Jetzt gleich kommt auch wieder einer mit dem Gebäude da rechts. Da kommt irgendwie Vale an und sagt auch wieder so Nice-to-Know übrigens. That's the Elder Council Chamber. Marquis said the Arbiter was there. Ja, genau. Und das war es auch schon mit dem Gameplay. Ich habe ein paar Gedanken jetzt einfach mal dazu gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bin immer noch hyped für Halo 5. Und ja, ich hoffe, ihr auch. Ansonsten war es das schon wieder von mir. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.